Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten zusammen in eine neue Woche. Wir haben nämlich Montag. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, heute ein bisschen später, weil ich erst noch eine Fortbildung hatte und dann noch einkaufen war. Deswegen ist es jetzt schon 16 Uhr und ich werde mir jetzt erstmal noch was zu essen machen. Und zwar ein neues Rezept ausprobieren, was ich mir vor kurzem abgespeichert hatte. Ich hatte das in dem einen Vlog schon erwähnt, dass ich gern wieder andere Rezepte ausprobieren wollte oder halt generell wieder mehr so kochen wollte. Und da hatte ich mir eins abgespeichert, was ich jetzt natürlich nicht finde. Muss ich nochmal kurz raussuchen. Und zwar für so gefüllte Pfannkuchen. Und ja, das suche ich jetzt gerade raus. Die sind dann gefüllt mit Zucchini und Champignons und ein bisschen Feta-Käse. Ich werde mir eventuell auch noch, also ich muss mal gucken, wie viel ich da rauskriege, wie viel Pfannkuchen, die ich mir füllen kann. Weil ich mir welche mit zur Arbeit morgen dann nehmen möchte, dachte ich so. Und die würde ich dann vielleicht mit was anderem füllen, zum Beispiel mit Spinat. Ich habe Blattspinat hier oder so, muss ich mal gucken. Aber jetzt suche ich gerade erstmal das Rezept generell, damit ich hier loslegen kann. Und ja, das ist jetzt erstmal so mein Plan. Ich werde danach, weil ich gegessen habe, ein bisschen Lektorat machen. Ich habe nachher auch noch ein Zoom-Meeting mit dem Verlag und von daher muss ich muss nochmal gucken, wie viel Uhr das ist. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Aber das ist erst irgendwann heute Abend um 7 oder um 8, glaube ich. Und dementsprechend habe ich dann noch ein bisschen Zeit, um ganz in Ruhe Lektorat zu machen und dann das Zoom-Meeting. Ich hoffe, dass das nicht zu lange geht, damit ich halt heute Abend dann auch ein bisschen lesen kann. Und ja, das ist erstmal so der Plan für heute. Ich dachte nur, ich läute schon mal diesen Vlog ein, bevor ich das dann heute wieder vergesse oder nicht dazu komme oder was auch immer. Und ja, wenn ich dann denke, verlinke ich euch das Rezept unten in der Infobox. Ich habe das auf Instagram gefunden, muss ich dazu sagen. Also ich muss euch dann irgendwie das Instagram-Dingens verlinken. Gott, was habe ich mir denn hier alles abgespeichert? Während der Pfannkuchen hoffentlich gut fertig wird. Ich habe halt zwei neue Teesorten entdeckt, die ich demnächst mal probieren möchte. Zum einen Erdbeer-Orange. Klingt, finde ich, sehr vielversprechend. Und worüber ich mich auch gefreut habe, weil habe ich glaube ich noch nicht, Blaubeere. So simpel. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Blaubeertee. Muss mal gucken, dass ich die Tage probiere. Vielleicht heute Abend noch. Mal schauen. Weil noch ist es ja so kühl genug, um wirklich morgens bis abends Tee trinken zu können. Bald kommt wieder die Zeit, wo ich nur abends oder nur spät abends oder früh morgens einen Tee trinke, weil es mir sonst zu warm ist. Und der Appetit darauf einfach nicht mehr so da ist. Aber ja, die müssen auf jeden Fall probiert werden. Hallo! Fast schon wieder Wochenende, das ist kaum zu glauben. Die letzten zwei Tage waren so dermaßen von Müdigkeit geprägt. Also das hat mich tatsächlich auch richtig genervt. Aber ich habe echt eigentlich nur auf dem Sofa gelegen. Beziehungsweise vorgestern habe ich mich, glaube ich, mal für so eine Stunde oder so aufgerafft.
und ein bisschen Lektorat gemacht und ich bin schon relativ weit und habe mir ausgerechnet, okay, am Wochenende werde ich definitiv fertig. Also wenn ich mir den Samstag oder den Sonntag ein bisschen Zeit nehme, kriege ich den Rest so an einem Tag auf jeden Fall ganz entspannt weg. Was dann dazu geführt hat, dass ich mich gestern gar nicht mehr aufgerafft habe. Irgendwann abends, um so ein bisschen aufzuräumen, weil das war es auch. Es ist dieses Wetter, dieses ständige Regenwetter irgendwie, das raubt mir gerade die Energie und macht mich gerade sehr müde. Wobei ich ja nach dem Frühdienst eh immer so einen mega toten Punkt habe. Und wenn ich den überschreite, wenn ich zu lange mich auf die Couch setze oder lege oder wie auch immer, ist sowieso alles vorbei. Aber die letzten zwei Tage war es echt extrem. Ich mache mir gerade nebenbei Essen. Und ja, deswegen haben wir jetzt schon Donnerstag. Ich freue mich schon sehr aufs Wochenende. Und ja, genau. Mache jetzt gerade Essen und möchte euch ein paar Dinge zeigen. Es sind Bücher hier angekommen, beziehungsweise es ist ein Buch hier angekommen, eine Vorbestellung. Und dann habe ich heute einen kleinen Schatz im Bücherschrank entdeckt. Und ich habe Post bekommen von einer lieben Abonnentin, die ich euch gerne zeigen möchte, weil ich das total schön finde. Und ja, ich möchte das gerne einfach mal mit euch teilen und euch zeigen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir mit diesem Donnerstag so anfangen. Es ist jetzt 3:30 Uhr. Ich werde gleich erstmal Ruhe essen. Und bin fest entschlossen, heute nicht ganz so extrem auf der Couch zu versinken. Obwohl ich auch heute schon wieder mega krass müde bin. Nichtsdestotrotz, also ich muss auch nicht unbedingt Lektorat machen oder so, aber irgendwie ein bisschen was machen will ich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe gestern auch gelesen und habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe 3-4 Stunden gelesen und habe 70 Seiten geschafft, weil ich halt immer wieder das Buch zur Seite gelegt habe, weil ich so krass müde war. Das ist echt nicht witzig. Ja, ich war aber immerhin schon einkaufen vorhin nach der Arbeit, beziehungsweise in der Pause. Und habe mich auch so ein bisschen mit Obst und so versorgt für die Vitamine. Aber ja, wer weiß, ob das hilft. Habe mir einen neuen Mixer geholt, weil ich habe meinen Mixer geschrottet vor 2 Tagen irgendwie. Ich glaube, vorgestern war das, ja. Wollte ich mir abends noch so wieder so einen Smoothie machen. Und plötzlich qualmte es nur. Und ja, dann habe ich ihn mal schnell entsorgt. Das war mir nicht geheuer. Ja, und deswegen habe ich mir heute erstmal so einen neuen Mixer mitgebracht, damit ich das wieder machen kann. Und jetzt blinkt der Akku, das heißt, ich widme mich erstmal wieder meinem Essen und wir sehen uns später. So, ich versuche jetzt hier nochmal was zustande zu kriegen. Die Müdigkeit war wieder fies, aber ich habe es heute wenigstens geschafft und bin nicht eingeschlafen. So, der Grund dafür ist hauptsächlich, dass ich gesehen habe, dass also für die Leipziger Buchmesse muss man wieder Tickets für die Signierstunden kaufen. Das war ja bei der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr auch schon so, was ein bisschen Drama gab, weil das irgendwie kaum jemand vorher wusste und oder viele wussten es nicht, es war nicht sehr transparent und die Tickets halt sehr schnell weg waren. Aber viele hatten eben gar keine Chance zu versuchen, Tickets zu bekommen für die Signierstunden, weil eben, ja, viele es einfach nicht wussten. Und ich habe es tatsächlich auch zufällig vorhin nur gesehen, in der Story von Caroline Wahl, die ich einfach unglaublich gerne mal auf der Messe irgendwie live sehen wollte. Letztes Jahr die Lesung zum Beispiel war auch einfach viel zu voll, wir waren zu spät da. Konnte ich vergessen, für die Signierstunde hatte ich keine Tickets bekommen. Und das ist so eine Autorin, die ich einfach mega gerne mal live sehen wollte. Also einfach mal so in echt sehen wollte. Mir geht es tatsächlich gar nicht so ums Signieren. Aber ich habe zufällig in ihrer Story gesehen, dass es heute um 17 Uhr freigeschaltet wird und dass man dann Tickets kaufen kann. Und saß hier wirklich ab 5:05 Uhr und habe die ganze Zeit immer Instagram aktualisiert, weil sie dann den Link posten wollte. Und das hat sie tatsächlich auch pünktlich getan und um 5:05 Uhr hatte ich mein Ticket für die Signierstunde am Samstag für Caroline Wahl. Das macht mich einfach mega glücklich. Die anderen, die mich interessiert hätten, sind entweder Freitag oder Sonntag da, so dass ich da nicht hingehen kann, weil ich halt nur Samstag auf der Messe bin mit Ferris. Und die anderen, die am Samstag da gewesen wären, waren schon ausverkauft. Also ja, aber Caroline Wahl habe ich mir gesichert. Ich muss mir dann überlegen, welche 2 Bücher ich mitnehme, wobei das gar nicht so schwer wird, glaube ich. Weil ich ein paar irgendwie habe ich eh schon von ihr signiert, weil ich die bei Graf oder so bestellt hatte. Ich muss nachher mal durchgucken, weil man darf nur 2 Bücher mitnehmen. Ja, aber das ist so der Grund, warum ich dann wach geblieben bin, weil ich das halt wusste und diesmal unbedingt schaffen wollte, ein Ticket zu bekommen. So, haben wir das schon mal geklärt. Ich überlege gerade, wie ich die Kamera abstelle. Ich hatte euch ja erzählt,
dass ich Post von einer Abonnentin bekommen habe. Und es bleibt einfach nicht stehen. Wieso tust du es nicht? Wieso bleibst du nicht stehen? Und die macht Lesezeichen selbst. Und ich habe neulich schon einen Brief mit selbstgemachten Lesezeichen von ihr bekommen. Die sind drüben, die zeige ich euch aber auch nochmal. Aber heute kam halt die nächste Ladung. Und schaut euch das bitte an. Das sind alles selbstgemachte Lesezeichen. Und ich finde die irgendwie total schön. Ich habe mich wieder mega gefreut. Das hier zum Beispiel ist eins meiner Highlights. Das finde ich irgendwie mega schön. Fokussiert es leider nicht so richtig. Und auch das Lesezeichen, was ich... Also Moment, das finde ich auch mega schön. So. Aber ich finde die generell alle wirklich toll irgendwie vom Stil her. Also gefallen mir sehr, sehr gut. Halt auch nicht so... Also irgendwie ist es schlicht und so ein bisschen altmodisch, aber irgendwie mag ich das auch total. Halt auch irgendwie nicht so überladen, sage ich mal. Relativ simpel. Also mir gefallen die sehr gut. Ich freue mich mega krass. Ich meine... Lesezeichen. Ich habe auch, also ich lese aktuell den dritten Teil von A Good Girl's Guide to Murder und da habe ich auch ein Lesezeichen drin von der letzten, von dem letzten Päckchen, was sie mir geschickt hat. Und guckt euch das an. Das nutze ich aktuell. Das ist eins von denen, die sie mir letztes Mal geschickt hat. Oh man, es fokussiert nicht da. Das finde ich auch mega schön. Das ist halt eins meiner Lieblinge aus dem letzten Schwung. Aber ja, es sind mega schöne auf jeden Fall dabei und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, habe jetzt auf jeden Fall erstmal wieder genug Lesezeichen, bis ich die Hälfte davon wieder irgendwie verloren habe oder so, weil ich kann mir nicht anders erklären, warum ich zwischenzeitlich so wenig Lesezeichen hatte, wenn ich doch ständig irgendwie welche gekauft habe oder so. Also es macht halt keinen Sinn. Also muss ich sie irgendwie verloren haben oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, ich freue mich da wirklich mega drüber. Es hat mir so ein bisschen den Tag versüßt. Und ja, damit werden wir gleich beim Leseupdate. A Good Girl's Guide to Murder Teil 3, As Good As Dead. Und ich bin aktuell auf Seite 217. Also so... Ja, fast bei der Hälfte. Also dadurch, dass ich die letzten Tage so müde war, habe ich irgendwie, habe ich ja vorhin schon erzählt, nur sehr wenig gelesen in langer Zeit. Also ja. Aber es gefällt mir bisher wieder richtig gut. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen beeindruckend oder auch einfach sehr gut, wie realistisch und authentisch die Autorin Pips Entwicklung im Rahmen dieser Trilogie eingefangen hat. Also einfach durch das, was sie so erlebt hat in den ersten beiden Büchern, also was sie im ersten Buch erlebt hat, konnte sie in Band 2 nicht mehr der gleiche Mensch sein wie im ersten Buch. Und das war schon gut umgesetzt. Und im dritten Buch ist es halt, ist ja nochmal mehr passiert, weil sie im zweiten Buch ja auch wieder Dinge erlebt hat. Und die Auswirkungen dessen mussten sie einfach auch verändern. Und ich finde es tatsächlich wirklich sehr realistisch dargestellt und dadurch bekommt das Buch eine Atmosphäre, die vielleicht nicht jedem so gefallen wird, aber es ist absolut authentisch und ich feiere es total, also ich finde es sehr gut. Bin gespannt, was die Geschichte noch bieten wird. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vor mir und bin sehr gespannt, wie das ausgeht und das wäre, glaube ich, so mein Ziel fürs Wochenende. Also eigentlich hätte ich die letzten Tage ein bisschen mehr Energie gehabt, wäre ich schon dreimal durch damit. Ich war mit den ersten beiden Büchern auch so schnell durch. Aber ja, das klappte diesmal nicht. Bin gespannt, wie weit ich heute komme. Ich habe jetzt nämlich beschlossen, dass ich das Lektorat wirklich am Wochenende fertig machen werde, vermutlich am Samstag. Weil ich dann auch einfach mehr Energie habe, dann bin ich konzentrierter, dann bringt das halt auch irgendwie mehr. Und zum anderen denke ich mir, wenn ich gerade so Tage habe, wo ich einfach so abartig müde bin, dann wird es schon so seinen Grund haben, dann darf man sich auch mal ausruhen. Und deswegen werde ich heute Abend echt nur noch lesen und ja, bin mal gespannt, wie weit ich da komme. Und dann habe ich ja noch Neuzugänge, die ich euch zeigen möchte. Ich war tatsächlich auch heute nach der Arbeit kurz davor, zum Thalia zu fahren, weil von Sarah Sprints Stealing Infinity Teil 2 rausgekommen ist. Und ich hätte es ja schon gern mit Farbschnitt, weil ich Band 1 auch mit Farbschnitt habe. Aber ja, also, ach, es war mir dann zu spät und so. Und ich dachte mir, gut, ich versuche vielleicht mein Glück am Wochenende. Und wenn es das dann nicht mehr mit Farbschnitt gibt, ist halt Pech. Aber ja, ich wollte jetzt auch deswegen nicht irgendwie so dahin hetzen. Nichtsdestotrotz habe ich Neuzugänge. Und zwar habe ich heute an einem Bücherschrank angehalten. Und ich wollte die ganzen letzten Tage da schon anhalten. Ich fahre da halt bei der Arbeit während meiner Tour immer mal wieder dran vorbei an diesem Bücherschrank. Also ich muss mehrfach durch diese Straße, weil diese Ecke, das sind alles irgendwie Einbahnstraßen. Man kommt da immer nur so in einer Richtung wieder raus. Und das führt mich jedes Mal an diesem Bücherschrank vorbei. Und ich habe halt gesehen,
dass der heute oder auch die letzten Tage halt schon relativ voll war. So die letzten paar Wochen war da immer nichts Interessantes drin. Der war auch immer relativ leer. Aber dann habe ich halt gesehen, dass er so voll ist. Das heißt, da müssen irgendwelche Leute neue Bücher reingepackt haben. Da dachte ich, gut, da musst du unbedingt mal reingucken. Und man kann ja vom Weiten schon so ein bisschen abschätzen, was das für Bücher sind. Also ob das irgendwelche uralten Kochbücher sind oder so, was man halt gerne mal in Bücherschränken findet. Oder ob da was Interessantes, Romanmäßiges bei sein könnte. Und das sah halt ganz gut aus. Und deswegen habe ich da angehalten und hab wieder richtig Glück gehabt. Ich habe ja, an Silvester war das tatsächlich, die ganze Skullduggery Pleasant Reihe als Hardcover aus einem der Bücherschränke geholt. Das war tatsächlich ein anderer Bücherschrank, also das war auch Jackpot. Die Bücher haben zwar ein bisschen gelitten, die kommen eindeutig aus einem Raucherhaushalt, aber davon abgesehen sind sie top und dann nehme ich das gerne in Kauf, wenn ich sie dafür als Hardcover umsonst kriege. Ich meine, hallo, es sind 9 Bücher, glaube ich. Und die sind halt, abgesehen davon, dass die Seiten halt so ein bisschen vergilbt sind und sie diesen Rauchgeruch hatten, der jetzt Gott sei Dank sich langsam verflüchtigt, sind sie halt in einem Top-Zustand. Also von daher ist das okay für mich. Genau, da hatte ich richtig Glück und heute habe ich die komplette Ravenhood-Trilogie aus einem Bücherschrank geholt mit Farbschnitt. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe auf der anderen Straßenseite geparkt und habe halt beim Rübergehen die Farbschnitte gesehen, aber auch nicht von allen 3 Büchern. Das eine lag irgendwie komisch und dann dachte ich so, nein, niemals. Und das sind niemals alle 3, aber doch alle 3 Bücher mit den Farbschnitten. Auch in einem für einen Bücherschrank finde ich richtig guten Zustand. Also Band 1 sieht eigentlich am schlimmsten aus, in Anführungszeichen. Der hat halt sehr deutliche Leserillen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt. Aber ich finde, also so sieht er halt noch gut aus. Und er ist ein bisschen vergilbt im Vergleich zu den anderen Büchern. War der hier so am stärksten verdunkelt so ein bisschen. Also das, ne, das ist Band 1. Ist ein bisschen dunkler. Aber davon abgesehen, top. Der zweite, halt auch eindeutig gelesen, hat auch Leserillen, sind aber nicht ganz so schlimm wie beim ersten. Und ich muss ja sagen, mittlerweile stört mich ja Leserillen auch gar nicht mehr so massiv. Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich Leserillen ganz furchtbar fand. Aber mittlerweile lese ich Bücher ja manchmal sogar so, muss ich offen zugeben. Und mittlerweile markiere ich ja auch in Büchern und so. Also von daher sind die Leserillen für mich jetzt echt kein Drama. Und davon abgesehen sieht auch dieses Buch einfach top aus. Hier ist auch der Buchschnitt nicht so vergilbt. Also sieht eigentlich fast aus wie neu. Und ja, Band 3 auch Farbschnitt okay. Ich weiß, dass viele sich über diesen Farbschnitt aufgeregt haben, weil es nicht zusammenpasst. Ne? Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so tragisch. Was ich halt nicht verstanden habe, dass wirklich Leute die Bücher aussortiert haben, weil die Farbschnitte nicht zusammenpassten. Da dachte ich mir echt so, Alter, das ist halt so der Punkt, der ein bisschen, den ich nicht verstehe, weil dann geht es nur um den Farbschnitt und nicht mehr um die Geschichte. Weil Leute, wenn euch der Farbschnitt stört, packt das Buch doch so ins Regal, dann fällt euch nicht auf. Und dann könnt ihr die Geschichte lesen und alles ist fein. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Band 3 hat so kleine Macken hier am Rücken. Und ja, auf der Seite am Buchrücken auch so eine ganz kleine Macke. Sieht fast aus, als wenn das einfach beim Transport ein bisschen kaputt gegangen wäre. Davon abgesehen sieht es aber eben auch super aus. Halt auch so ein paar Leserillen. Aber ich finde, für umsonst aus dem Bücherschrank geholt mit Farbschnitt ist das halt einfach top und mega. Und ich habe mich echt super über diesen Fund gefreut. Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, Band 1 schon hier. Aber ohne Farbschnitt. Und bin jetzt am Überlegen, was ich mache. Ob ich einfach, entweder behalte ich beide oder ich verlose vielleicht mal den ersten Band ohne Farbschnitt, weil auch wenn der jetzt einen Farbschnitt hat mit den Leserillen und so, verlosen finde ich dann doof. Aber mein eigenes Exemplar ohne den Farbschnitt ist ja noch unangetastet. Also vielleicht verlose ich das irgendwann demnächst mal oder so. Ich muss mal schauen. Aber ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Reihe, dass sie mir gefallen könnte. Und ja, deswegen, ich habe mich mega über diesen Fund gefreut. Und zu guter Letzt hatte ich mir noch ein Buch vorbestellt. Und zwar das neue Buch von Tahereh Mafi, The Woven Kingdom. Ja, tatsächlich weiß ich nicht, worum es geht. Ich habe nur gesehen, Tahereh, den Namen spricht man wahrscheinlich sowieso anders aus, aber okay. Habe nur gesehen, es ist von der Autorin von Ich fürchte mich nicht, was ich ja damals übelst gefeiert habe. Und dann habe ich immer gewartet, dass von ihr neue Bücher kommen. Und ich weiß gar nicht mehr, entweder haben die mich nicht angesprochen oder sie sind nur auf Englisch erschienen. Irgendwas war da. Und dann habe ich das gesehen und dachte, oh mein Gott.
Und habe es direkt vorbestellt. Jetzt gucken wir mal, worum es geht. Es geht um Djinn. In einem Reich, in dem jahrtausende lange Kämpfe zwischen den Menschen und den Djinn tiefe Gräben hinterlassen haben, verbirgt Elisi oder so ihre Identität hinter einer Fassade als Dienstmädchen. Denn nicht nur sind die Djinn eine unterdrückte Minderheit, sie ist zudem die verschollene Königin des gesamten Djinn-Volks. Als Elisis Weg sich mit dem des Kronprinzen Cameron kreuzt, ist daher klar, die beiden werden nie zusammenkommen. Doch Cameron seinerseits ist fasziniert von dem Dienstmädchen mit den seltsamen Augen und drängt sich in Elisas Leben. Keiner der beiden ahnt, welche dramatischen Folgen ihre Begegnung haben wird und dass ein ganzes Reich auf dem Spiel steht. Es ist der erste Band einer Reihe. Hier steht nur Reihe, leider nicht ob Trilogie oder was auch immer. Aber ich finde es super schön. Und, okay, seht ihr es nicht, das sind so goldene Ornamente auf dem Farbschnitt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sie hier diesmal geschaffen hat. So sieht das Ganze unter dem Umschlag aus. Und ja, das war ein weiterer vorbestellter Neuzugang im Februar. Das finde ich übrigens auch ganz hübsch gestaltet hier. Und die wollte ich euch gerne zeigen. Ja. Genau. Ich würde sagen, ich mache es mir dann jetzt mal bequem. Und lese ein bisschen weiter und guck mal, wie weit ich heute noch komme. Hallo, hallo, es ist Samstag. Ich habe gerade gemütlich gefrühstückt und mache mich jetzt gerade fertig, denn heute steht ein kleiner Ausflug auf dem Plan. Ist ein bisschen bescheuert, ich finde es trotzdem toll. Und zwar fahren wir heute zu dem Lagerverkauf eines Book-Outlets, Bücher-Outlets. Sprich, das ist sowas wie Avel. Also das ist auch eigentlich ein Online-Shop, aber die machen halt regelmäßig so Lagerverkäufe. Und ich habe das zufällig per TikTok entdeckt, habe mir dann die Seite so angeguckt und konnte halt in diesem TikTok-Video auch einfach sehen, was da so für Bücher rumliegen und dachte so, oh Gott, da muss ich hin. Habe das dann gegoogelt und das ist tatsächlich 2,5 Stunden entfernt. Also es ist ein bisschen bescheuert, weil das Geld, was ich bei den Büchern einspare, gebe ich für den Sprit aus. Aber ja, ich wollte das einfach gern machen. Ich möchte da einfach so ein bisschen stöbern und gar nicht mal unbedingt so mega viel kaufen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ein paar Bücher werde ich mitnehmen. Einfach, weil sie günstiger sind und weil man da vielleicht auch Bücher kriegt, die man so nicht mehr findet. Da lagen auch ganz viele Farbschnittausgaben rum. Es sind halt alles Mängelexemplare, aber die sahen alle top aus in dem Video. Und auch so, ich habe auf Instagram nochmal reingeguckt. Das war gestern auch schon Lagerverkauf. Es haben einige gepostet, was sie so gekauft haben. Sieht alles top aus. Und deswegen, ja, möchte ich da gern hin und da machen wir uns bald auf den Weg. Ich werde jetzt noch ganz kurz einkaufen fahren, weil ich noch Katzenfutter brauche, ein bisschen was für die Kaninchen und so. Und dann fahre ich aber direkt weiter zum Freund und dann fahren wir von da aus, weil das praktisch auf dem Weg liegt, los zu dem Book Outlet. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Profil von denen, von Instagram oder auch die Internetseite mal unten in der Infobox, weil da kann man halt, wie gesagt, auch online bestellen, wie bei Avel. Und ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, was man bei TikTok so alles entdecken kann. Ich bin gespannt, wie es wird. Es werden wohl auch immer nur so Grüppchen reingelassen, damit es halt nicht zu voll wird und man wirklich in Ruhe stöbern kann und sich nicht irgendwie dabei auf die Füße tritt. Finde ich auch ganz gut. Ich hoffe, dass die Schlange nicht so mega krass lang ist, weil ja gestern auch schon ein Tag offen war und Montag ist auch nochmal offen. Also ja, hoffe ich mal, dass wir nicht zu lange draußen warten müssen. Ich habe mir sicherheitshalber mein Kindle eingepackt. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Kurzes Leseupdate. Ich habe gestern noch As Good As Dead ein bisschen weitergelesen. Bin auf Seite 379, also es sind noch gut 100 Seiten. Bisschen mehr. Und hoffe, dass ich das jetzt am Wochenende beenden kann. Gefällt mir weiter wahnsinnig gut. Ich glaube, also ich muss mir mal ein paar Rezensionen durchlesen. Ich kann mir gut vorstellen tatsächlich, dass der dritte Band die Leserschaft so ein bisschen spaltet, weil er einfach in gewisser Weise anders ist als die Vorgänger und eine ganz andere Atmosphäre hat, finde ich. Aber ich finde es total genial. Also ich finde das Buch sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ausgeht. Ich wünsche mir tatsächlich ein spezielles Ende, was von der Autorin auch einfach irgendwie mutig wäre, weil man kann das schon kritisieren, wenn es so endet, aber ich bin gespannt. Aber ja, das werde ich dann entweder heute Abend oder morgen machen. Ich muss mal schauen. Jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg, weil es ist schon, ich glaube, 11:30 oder so. Ja, es ist gleich 11:30 und wir wollen ja nicht zu spät, weil wir fahren ja ein bisschen. Also ja, muss ich jetzt erstmal los.
konnte leider gestern während des Lagerverkaufs nicht für euch vloggen. Ich hatte es echt vor, aber es ging nicht. Dazu gleich mehr. Aber erstmal. Bockhol! Genau, ich war gestern echt den ganzen Tag unterwegs. Ich erzähle euch gleich noch mal ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Aber ich dachte, ich stelle euch erstmal die Bücher vor. Insgesamt sind gestern 9 neue Bücher bei mir eingezogen. 2 habe ich tatsächlich vom Freund geschenkt bekommen. Und die anderen 7, genau, habe ich mir gekauft, auch bei dem Lagerverkauf. Und ja, ich dachte, ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf, was gestern hier bei mir eingezogen ist. Geschenkt bekommen habe ich erstmal Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Ja, ein weiteres Buch von TJ Klune in meinem Regal. Und es ist einfach aufgedruckt, ne? Das macht mich ein bisschen fertig. Aber ja, davon abgesehen bin ich sehr gespannt. Ferris hat das ja schon gelesen und fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann habe ich geschenkt bekommen Cold Heart, Strong and Weak von Lena Kiefer. Das ist der erste Teil vom Westworld Spin-Off und ich bin sehr gespannt. Ich wollte ja diesen Monat den 3. Band von Westworld lesen, da ich nicht so viel zum Lesen gekommen bin. Also ich beende heute das 2. Buch für Februar, wenn es gut läuft. Das ist der 25. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, schaffe ich Westville vermutlich jetzt erst im März. Aber ich bin einfach froh, Cold Heart schon hier zu haben, weil ich bin da auch schon mega gespannt drauf. Einfach dadurch, dass ich weiß, wer die Protagonisten sind. Und ja, das macht mich schon sehr neugierig. Und hier war irgendwie im Moment eine Illustration drin. Finde ich die jetzt wieder. So als kleines Poster. Finde ich auch mal nett. Und hinten drauf ist ein Zitat. Also das finde ich auch mal eine coole Idee, statt einfach so diese Postkarte. Ja, bleibt zwar bei mir eh immer ein Buch, also ich hänge mir das nicht auf oder so, aber finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Und ja, ich freue mich wirklich sehr. So, bei dem Lagerverkauf gestern habe ich zum einen mitgenommen They Who Guard the Night von Laura Kadea. Das hatte ich jetzt schon mehrfach irgendwie mal im Talier in der Hand, immer wieder, und habe es immer nicht mitgenommen, weil ich mir so ein bisschen unsicher war. Und gestern dachte ich dann so, ja okay, also auch bei so Mängelexemplaren bei Avelle oder so kaufe ich halt gerne mal Bücher, auch wo ich mir nicht so ganz so sicher bin, weil wenn es mir dann doch nicht gefällt, habe ich nicht so viel Geld ausgegeben, das ist immer ganz gut. Und ja, top Zustand, ne? Hat echt nur diesen Stempel. Und ist ein Mängelexemplar, vermutlich, weil hier unten so ein kleiner Ratscher ist. Ich glaube, in der Kamera sieht man das jetzt gar nicht. Aber so ein kleiner, nee, sieht man nicht, so ein kleiner, als wäre da mal irgendwas über die Seiten gegangen. Und hier oben ist es ein bisschen angeschlagen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das einfach von der Lagerung tatsächlich jetzt da kommt. Also ja, sonst ist das super. Hier geht es irgendwie um, muss ich nochmal gucken, finde ich jetzt natürlich nicht. Nein, irgendwie gibt es gar keinen Klappentext und auswendig weiß ich es nicht mehr. Ist irgendwas mit Mythologie. Genau, es geht um Odette, die in Paris ist, an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und sich als Mann verkleidet hat, um sich ins Nachtleben zu stürzen, wo sie ihre magische Kraft entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die einzige, die das Licht in und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugen, keine Ahnung, kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeit und Familie abgesehen hat und für eine Liebe ohne Standesschranken. Also so ein bisschen historische Urban-Fantasy, was ich sehr beeindruckend finde. Erstmal, wir haben hier vorne eine sehr ausgetüftelte Karte von Paris. Dann haben wir hier diese Übersicht über die irgendwie so Bedeutung von verschiedenen Symbolen. Ich dachte erst, sie sind auf der Karte, aber da sind sie nicht drauf. Von daher werden die bestimmt irgendwo anders dann mal auftauchen. Vielleicht als irgendwelche Wappen oder so in der Geschichte, ich weiß es nicht. Dann haben wir hinten ein Glossar und einen Stammbaum von den Göttern. Das finde ich schon ganz cool gestaltet, muss ich sagen. Und das Ganze ist der Start einer Dilogie. Dann habe ich mir mitgenommen Shining Stars, die Sterne auf deiner Haut von Gabriela Santos de Lima. Ich habe den ersten Band Flaming Clouds schon hier. Das ist der 3., den 2. gab es gestern leider nicht mehr, als ich da war. Aber ich dachte, gut, ich nehme mir den 3. jetzt schon mal mit und dann muss ich mir nur noch den 2. nachkaufen. Und ja, muss die Reihe echt unbedingt bald mal starten zu lesen, weil der erste Band auch schon viel zu lange auf meinem Sub liegt. Ich habe mir dann Band 2 und 3 von dieser Reihe mitgenommen. Den ersten gab es leider auch nicht mehr. Aber da dachte ich mir auch so, ach komm, nimmst du die wenigstens schon mal mit. Sie haben mich auch einfach so angelächelt. Ich finde die auch mega hübsch, muss ich sagen.
Den ersten muss ich mir dann nochmal nachbestellen. Da geht es irgendwie um Hexen, also das heißt auch die Hexenschwestern-Saga. Aber ich kann mir jetzt schlecht den Klappentext von Band 2 und 3 durchlesen, deswegen kann ich euch jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich habe aber auch diese Bücher schon häufiger in meiner Hand gehabt und auf meinem Wunschzettel. Und ja, deswegen dachte ich mir, nimmst du mal mit. Und Band 1 kaufe ich dann noch nach. Und hier habe ich noch so einen Kleberest von dem Sticker. So, jetzt ist er ab. Also ich finde, das Cover ist echt schon mega schön, ne? Dann habe ich mir eine Fortsetzung mitgenommen und zwar Hunting November. Ich habe jetzt vor kurzem, das war irgendwann, ich glaube irgendwann Ende letzten Jahres, irgendwann im Herbst oder so, habe ich Killing November, heißt der erste Band, gelesen. Und dementsprechend musste Band 2 sowieso bald hier einziehen. Und als ich den gestern gesehen habe, dachte ich, jo, nimmst du gleich mit. Ich suche gerade einen Mängel, ich finde keinen. Und wir haben einen ganz, ganz winzigen Mängelexemplarstempel. Und das war echt ein Schnäppchen, weil das Buch von 22 runtergesetzt war auf 8 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich dafür bezahlt. Also schon cool. Eine weitere Fortsetzung, die ich mir mitgenommen habe, ist der zweite Band von Eliza Moore, Steinernes Herz von Valentina Fast. Da habe ich auch den ersten schon hier. Und da das eine Dilogie ist, habe ich das jetzt dann auch vollständig im Regal. Also ich habe gestern auch versucht, so ein bisschen Reihenvervollständigung zu betreiben. Deswegen habe ich mir dann auch noch Auf ewig mein, den zweiten Band der Time School-Reihe von Eva Völler mitgenommen. Das ist ja dieses Spin-off von der Zeitenzauber-Trilogie, die ich damals irgendwann mal komplett als Hörbuch gehört habe. Und ich habe den ersten Band von dem Spin-off schon hier. Ich überlege gerade, wo ich das hingestellt habe. Ich glaube, das ist hier irgendwo in eins von den nicht ganz so einsehbaren Regalen. Ja, da ist er. Das passt da sogar noch hin, glaube ich. Muss ich gar nicht so viel umräumen. Aber ja, dann habe ich den zweiten da jetzt auch hier, dachte ich mir so. Und ja, habe die Reihe auch vollständig. Das sind so die Bücher, die ich gestern mitgenommen habe. Man hätte da echt Stunden verbringen können. Also ich hätte auch total Bock gehabt, da einfach noch mir Bücher anzugucken, die ich einfach noch nicht kenne. Weil das sind jetzt natürlich alles Bücher, die ich irgendwie auf dem Wunschzettel hatte oder irgendwie im Hinterkopf hatte. War mir aber persönlich dann irgendwie zu viel. Es war schon, also es war voll, aber es war gleichzeitig eigentlich auch mega gut organisiert, muss man sagen. Wir sind gestern, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir losgefahren sind, weil ich war dann eher erst noch einkaufen, ganz kurz. Und wir sind dann irgendwann mittags losgefahren und sind um Viertel nach drei ungefähr dann da gewesen und mussten so ungefähr eine halbe Stunde warten, weil es dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl an Leuten rein. Die haben so Nummernkärtchen verteilt, was auch ganz gut gemacht war, weil hinten auf diesen Kärtchen war auch eine Preisliste, weil die Bücher, die die vor kurzem erst geliefert bekommen haben, die waren halt auch in den Regalen, die konnte man auch kaufen, aber da klebte halt der neue Preis noch nicht drauf. Auf den meisten Büchern schon, aber auf denen, die neu geliefert waren, eben noch nicht. Und deswegen haben die halt so praktisch so Einheitspreise. Also ein Buch, was eigentlich 15 bis 16 Euro gekostet hat, hat dann immer noch, ich glaube, 8 Euro gekostet. Zum Beispiel ein Buch, was eigentlich 20 Euro gekostet hat, hat 9,99 gekostet oder so. Da war halt hinten auf diesen Nummernkärtchen diese Preisliste. Heißt, wenn man dann ein Buch kaufen wollte, was halt noch nicht ausgezeichnet war, neu, konnte man einfach drauf gucken und wusste dann, wie viel es kostet. Finde ich eine super Lösung, muss ich sagen. Genau, auf jeden Fall durften dementsprechend halt immer nur eine bestimmte Anzahl Menschen rein. Und da gestern Samstag war, war es natürlich einigermaßen voll. Aber ich fand, es ging. Also eine halbe Stunde Wartezeit ist okay, finde ich. Es war ja Gott sei Dank auch nicht so schlechtes Wetter. Und ich glaube, so nach 15 Minuten spätestens waren wir dann im vorderen Wartebereich, wo so schon so ein Zelt aufgestellt war. Da war man dann gleich nochmal ein bisschen windgeschützter und so. Und da standen halt schon so Tische mit Büchern. Heißt, man konnte sich die Hälfte der Wartezeit dann echt schon damit vertreiben, dann nach Büchern zu stöbern. Da war auch einiges dabei, was ich mir angeguckt habe tatsächlich. Und dann ging das eigentlich recht schnell. Zwischendurch ist eine Mitarbeiterin rumgelaufen und hat Süßigkeiten verteilt. Das fand ich auch sehr nett, muss ich sagen. Das ist einfach so, gibt einem gleich so ein anderes Gefühl. So nicht so, okay, man wartet da jetzt und wird ignoriert oder so. Also auf der Buchmesse fand ich das auch gut. Da gab es das auch an dem einen Stand. Als ich da an der Kasse stand, musste ich relativ lange warten. Und da ist auch eine Mitarbeiterin rumgelaufen, mit Süßigkeiten verteilt und sich auch mit den Leuten einfach so ein bisschen unterhalten und so. Das fand ich auch ganz schön. Auf jeden Fall, so nach einer halben Stunde waren wir ungefähr drin, haben uns einen Korb geschnappt und dann hat man ja kein Zeitlimit. Und man kann sich da echt dumm und dämlich stöbern über Stunden. Ich sag's euch, wir waren eine Stunde letztendlich drin. Und ich habe mir nur Bücher angeguckt, die ich sowieso schon kenne und auf dem Wunschzettel habe. Wenn ich überlege, was da für Massen an Büchern waren, ich hätte wirklich noch 2-3 Stunden einfach da rumlaufen und mir Bücher anschauen können, die ich noch nicht kenne.
Hatte ich aber ehrlich gesagt da nicht so die Lust zu, weil es schon so ein bisschen anstrengend war. Es war halt echt so ein bisschen so Buchmesse-Feeling, sag ich mal, so von der Geräuschkulisse her und so. Es war halt recht laut. Und das Problem, weshalb ich dann halt auch nicht filmen konnte, war, dass es auch recht eng war. Also die Bücherregale stehen wirklich so dicht beieinander, dass da wirklich immer nur eine Person zwischen Platz hat. Also wenn man irgendwie durch die Reihe laufen wollte und da stand in der Mitte jemand, man kam nicht vorbei, ohne denjenigen anzusprechen. Und dass der sich dann wirklich an das Regal gequetscht hat und einen durchgelassen hat. Also es war schon sehr eng. Es ist halt auch kein Buchladen, es ist ja einfach nur ein Lagerraum eigentlich. Und ja, dementsprechend war da eben nicht so viel Platz. Und es waren einfach in jedem Gang immer mehrere Leute und man musste sich da halt so ein bisschen durchdrängeln. Beziehungsweise halt auch einfach mal stehen bleiben, weil es eben gerade nicht weiterging dann. Und das war einfach zum Filmen schwierig. Ich bin halt auch immer vorsichtig, da irgendwie fremde Menschen zu filmen. Und es war halt auch nicht genug Platz, um die Regale vernünftig abzufilmen. Sonst hätte ich das voll gern mal gemacht. Aber dadurch, dass es so eng war, war das halt echt nicht wirklich möglich. Und ja, deswegen habe ich nicht gevloggt. Das nur kurz dazu. Finde es ein bisschen schade, aber egal. Kann man nicht ändern. Davon abgesehen war das aber echt eigentlich super organisiert, muss man sagen. Also die Regale waren ja schon in gewisser Weise sortiert und dann hingen halt an den Regalen so Genre-Einteilungen, damit man sich so ein bisschen zurechtfinden konnte. Und es gab wirklich alles. Also jeder wird da fündig. Es gab echt alles möglich. Es gab sogar Bücher, bei denen ich kurz davor war, sie zu kaufen, weil es sie so in der Ausgabe sonst nicht mehr gibt. Zum Beispiel die alten Vollendet-Hardcover gab es da, aber ich habe ja nun mal die Taschenbücher. Also habe ich dann gesagt, nein, mache ich nicht. Was gab es denn noch? Ich hatte noch irgendein Hardcover gesehen, wo ich auch so dachte, boah, cool, das gibt's halt auch nicht mehr. Ich glaube, das war Zeitenzauber. Ja, und das habe ich halt auch schon als Taschenbuch. Und es waren da leider auch nicht die kompletten Reihen, sonst hätte ich mir das sogar überlegt. Aber bei Vollendet waren es zum Beispiel nur zwei Teile, bei Zeitenzauber war es nur ein Teil. Und ja, aber es war echt alles Mögliche dabei. Es gab echt für jeden was. Es gab dann noch so ein paar einzelne Tische, wo man dann auf dem Weg zur Kasse noch vorbeikam und gucken konnte. Es gab noch so einen kleinen zweiten Raum, wo dann auch nochmal Bücher standen. Genremäßig alles Mögliche. Und ja, also man kann da echt viel Zeit verbringen. Man kann auch viel Geld lassen, wenn man möchte. Die Leute, die da gearbeitet haben, waren auch alle super freundlich. Also ich fand es wirklich toll und ich finde, es hat sich auch gelohnt. Ich habe ausgerechnet, ich habe so im Dreh 50 Euro gespart jetzt für die Bücher. Von dem, was ich jetzt ausgegeben habe im Vergleich dazu, was es neuwertig wäre. Und so viel haben wir definitiv nicht an Sprit verfahren. Von daher habe ich auf jeden Fall gespart. Und ja, war einfach auch so schön, so vom Tag her, so zum Stöbern und so. Also, aber es war halt auch echt ein bisschen anstrengend, so durch die Geräuschkulisse und dieses Enge und so. Also so eine Stunde hat mir dann auch echt so ein bisschen gereicht, muss ich sagen. Und ja, bis ich dann zu Hause war, war es tatsächlich schon fast 22 Uhr, weil wir unterwegs dann noch angehalten hatten auf dem Rückweg, um in Ruhe noch was zu essen. Das war dann einfach dringend nötig irgendwann. Und ja, dementsprechend spät war ich zu Hause. Und deswegen setzen wir den Vlog heute am Sonntag fort. Ich habe gemütlich gefrühstückt und nebenbei erstmal das heutige Video geschnitten. Heute gibt es das Trial Chapter, was Ferris und ich zusammen gedreht haben letztens. Und dadurch ist jetzt auch das letzte Video weg. Heißt, wir müssen uns unbedingt eigentlich nächste Woche zum Drehen treffen. Bin nur ehrlich, ich habe keine Ahnung wann, weil ich am Wochenende auch arbeiten muss. Also weiß ich noch nicht, wie es am Sonntag mit dem Video aussieht, muss ich gerade gestehen. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, uns nach der Arbeit irgendwie zu treffen. Und zumindest ein Video erstmal die Leseliste für euch abzudrehen oder so. Und ja, jetzt setze ich mich ans Lektorat. Heute ist der letzte Lektoratstag für Andoria 3. Ich werde heute das Ende fertig machen. Und dann werde ich heute Abend oder spätestens morgen früh das Ganze wieder an den Verlag schicken. Und dann ist meine Arbeit erstmal getan, was Andoria angeht. Ich werde es dann nochmal für eine Lektoratsrunde bestimmt zurückbekommen, weil ich jetzt am Ende ein bisschen was umschreibe. Und das wird dann natürlich auch nochmal gelesen und eventuell mit Anmerkungen versehen, die ich dann nochmal einarbeiten muss. Aber so im Großen und Ganzen ist das Lektorat, also ein Großteil vom Lektorat ist dann erstmal geschafft. Und wir sind dem Ende ein Stück näher. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss dann mich wieder eingrooven auf das, was danach kommt irgendwie. Es ist so komisch. Ich war letztes Jahr so unter Dauerstress, in Anführungszeichen. Es war jetzt nicht immer Stress, aber ich wusste halt immer, was ich wann zu tun habe, so schreibtechnisch, bis wann ich mit was fertig bin. Wusste immer, wenn ich mit einem fertig war, was so der nächste Schritt ist, was dann kommt. So, es war so zack, 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 zack. Und dieses Jahr ist das alles so
Ja, schauen wir mal. Also ich werde dann definitiv irgendwie an Acadia 4 arbeiten, wenn das Lektorat jetzt durch ist. Aber ich habe halt tatsächlich so viel Luft, dass ich auch sagen könnte, ich fange nebenbei noch was anderes an und so. Also es ist, das ist so komisch. Das fühlt sich irgendwie seltsam an. Ich glaube, ich brauche echt eher diesen Stress. Dann bin ich produktiver und habe auch eher das Gefühl, dass ich wirklich was geleistet habe, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz genieße ich aktuell die Ruhe, weil wer weiß, wie lange sie anhält. Es kann ja immer mal was kommen, dass ich nochmal eine geile Idee habe und das heißt, oh ja, wir bringen das, schreib das bitte bis dann und fertig und dann stehe ich hier und muss wieder ein Manuskript in 2 Monaten runterhauen oder so. Kann durchaus passieren. Und zum anderen genieße ich es auch einfach, jetzt mir einfach ohne schlechtes Gewissen zwischendurch mal einen Tag so nur zum Lesen nehmen zu können oder so. Oder auch wenn ich irgendwie mal unterwegs bin, wie gestern, nicht überlegen zu müssen, okay, hau das zeittechnisch so rein, dass du hinterher dann irgendwie Schwierigkeiten kriegst oder kannst du das ruhig machen. Und das tut halt auch einfach gut. Also von daher will ich mich auch nicht beschweren. Aber es fühlt sich komisch an. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Und ja, weil wir heute noch ein bisschen was schaffen wollen, lektoratstechnisch. Ich habe mit Kaffee gekleckert. Hören wir jetzt erstmal auf zu quatschen. Ich werde noch kurz die Bücher ein bisschen einsortieren. Ich muss mal gucken. Also ein paar sind ja Fortsetzungen. Da habe ich ja schon Plätze für die Reihen. Ich muss dabei eventuell trotzdem hier und da ein bisschen was umstellen. Und danach geht's hier ins Lektorat. Mal gucken, wie gut ich heute durchkomme. Also, weil ich weiß ja, was ich umschreiben will und wie. Aber ich finde es so schwierig, tatsächlich eine Szene umzuschreiben, die halt nur teilweise geändert wird, also wo einiges einfach gleich bleibt und praktisch das Neue da so einzuflechten. Ich bin dann tatsächlich eher der Typ, der alles neu schreibt, aber das ist ja halt alles, also dann wirklich komplett neu. Weil so komplett neu schreiben ist jetzt halt auch blöd, weil die Hälfte kann ich ja, sag ich mal, so übernehmen. Und ja, keine Ahnung, habe ich Angst, dass ich durchs komplett neu schreiben eher was kaputt mache zusätzlich, als dass ich es hinkriege sozusagen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich finde das so ein bisschen... Dann lässt man ein paar Sätze stehen, dann muss man wieder was ändern, dann lässt man ein paar Sätze stehen, dann schreibt man einen Absatz neu. Das ist so, ich weiß auch nicht. Ich bin lieber der Typ, alles komplett neu schreiben. Aber egal, ich mache das jetzt so. Und es ist auch nicht so viel, das kriegen wir schon hin. Und ja, mal gucken, wann ich fertig bin. So, ein kleines Update. Es ist jetzt 18 Uhr und ich bin mit dem Großteil durch. Ich habe jetzt noch so ein paar Kapitel so zum Drüberlesen, wo ich halt darauf achten muss, ob sich jetzt durch das, was ich umgeschrieben habe, da irgendwas verändert. Aber ich glaube tatsächlich, die Kapitel, auf die das Einfluss hat, habe ich soweit abgearbeitet. Dementsprechend sollte es jetzt deutlich schneller gehen. Und ja, ich bin eigentlich ganz gut vorangekommen. Also es ist jetzt zwar schon 18 Uhr, aber gut, wann habe ich angefangen? Um 2 Uhr. Ich habe zwischendurch gegessen und so. Also es ging eigentlich doch relativ fix. Das Buch ist dadurch nochmal ein bisschen gewachsen. Also Band 2 war ja ein bisschen schmaler. So, ne? Das ist der Unterschied. Was aber auch gut so war, weil ich hätte in dem, was in Band 3 kommt, also ich hätte da nichts groß noch an Band 2 ans Ende irgendwie dranhängen können. Das hat gut 100 Seiten weniger. Weil dann hätte ich an der doofen Stelle irgendwie den Cut machen müssen. Deswegen war das halt auch beabsichtigt, dass Band 2 ein bisschen früher endet. Und ja, Band 3 wird wieder so dick wohl wie der erste. Es ist jetzt, glaube ich, von der Wortzahl ungefähr gleich. Es könnte sogar durch das, was ich jetzt dazu geschrieben habe, ein bisschen mehr sogar sein. Es ist auf jeden Fall jetzt nochmal um einige Worte gewachsen. Und ja, ich lese jetzt diese letzten Kapitel hier und dann muss ich noch einmal kurz zurückgehen zu einem Kapitel, was ich vor ein paar Tagen überarbeitet hatte, weil ich da auch nochmal ein bisschen was umgeschrieben hatte, weil da halt der Kommentar von der Lektorin war, dass das nicht so ganz verständlich ist, warum jetzt da so gehandelt wird, wie gehandelt wird. Also in meinem Kopf hat Sinn gemacht, aber ich habe es nicht so rübergebracht beim Schreiben. Und irgendwie war ich nicht ganz zufrieden, als ich das vor ein paar Tagen gemacht habe. Und deswegen will ich da nochmal drüber gucken. Gucken, ob ich jetzt damit zufrieden bin, weil manchmal ist das so, dass ich mir beim Schreiben so denke, boah, das geht irgendwie nicht, das ist alles Mist. Und wenn ich es dann mit etwas Abstand durchlese, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, oder ob ich da doch nochmal ein bisschen was überarbeiten muss. Das werde ich jetzt noch machen. Denk mal so in einer Stunde maximal 2, also allerschlimmstens 2 Stunden bin ich dann mit allem durch und werde das Ganze dann auch heute noch an den Verlag schicken. Nicht, dass ich morgen früh nochmal drüber gucke und alles verschlimmbessere, aber morgen ist halt Deadline und dann ist das gleich morgen früh da, das ist mir ganz lieb. Und ja, danach werde ich mir, glaube ich, nur noch einen gemütlichen Leseabend machen und versuchen, einen Plan zu machen, was ich jetzt als nächstes mache. Also auf jeden Fall Acadia 4 plotten, aber irgendwie ist mir das gerade zu wenig. Ich habe Lust, irgendwie nebenbei noch ein anderes Projekt auszuarbeiten oder so. Ich muss mal gucken.
Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Und von daher mache ich jetzt erstmal weiter und melde mich, wenn ich fertig bin, wieder. So Leute, ich bin eventuell nicht ganz normal und habe einen kleinen Dachschaden. Ich hatte heute voll Bock, nach der Arbeit noch kurz in die Stadt zu fahren und zu Thalia zu gehen, weil ich weiß, dass jetzt Ende Februar, also heute ist ja der 28., 4 Bücher erscheinen, die ich gern haben möchte. 2 sind definitiv schon erschienen, 2 erscheint eigentlich erst morgen, aber meistens liegen die einen Tag früher schon aus, also gerade wenn man nachmittags hingeht. Und deswegen dachte ich, gut, ich muss ja auch nicht unbedingt alle 4 auf einmal kaufen. Von daher könnte ich ja heute schon mal losgehen und 2 davon kaufen. Und ich wollte halt auch gerne nach DM, weil mir einige Sachen aufgebraucht sind, die ich halt wirklich so brauche, die ich halt immer zu Hause habe. Also so Mascara, Geschirrspültabs und keine Ahnung, was irgendwas fehlte noch. Concealer und naja, egal. Auf jeden Fall schiebe ich diesen DM-Besuch auch schon seit Tagen vor mir her, weil ich irgendwie immer keine Lust hatte, nur dafür loszugehen. Aber heute, wo ich bis 16 Uhr gearbeitet habe, denke ich mir plötzlich so, ich habe da irgendwie Bock, in die Stadt zu fahren nach der Arbeit und mir die Sachen zu besorgen. Und ich sitze ja eh gerade im Auto und dann könnte ich das ja machen. Problem war, ich hatte um 16 Uhr, oder kurz vor 4 Feierabend, und hatte einfach abartig viel Hunger. Also wirklich, ich war echt kurz vorm Verhungern, was ich mir gar nicht so erklären kann, weil ich bei der Arbeit ganz normal so gegessen habe, wie ich immer esse. Und eigentlich geht das dann. Ich hatte so Hunger, ich habe mich schon richtig unterzuckert gefühlt und keine Ahnung. Naja, und dann dachte ich so, nee, das kannst du nicht machen, das überlebst du nicht. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich krieg dann richtig schlechte Laune. Und wollte mir aber unterwegs nichts zu essen kaufen, weil ich halt Nudelsalat gemacht hatte. Und wenn ich den heute nicht gegessen hätte, hätte ich den wegwerfen müssen, den Rest. Und das fand ich irgendwie auch doof. Und naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich jetzt nach Hause gefahren. Es ist jetzt kurz nach 4:30. Ich habe Nudelsalat gegessen und mache mich jetzt wieder auf den Weg. Und da ich meinen Parkplatz nicht aufgeben will, weil Parken hier abends total scheiße ist, werde ich tatsächlich jetzt eine Strecke zu Fuß laufen, das ist ungefähr eine halbe Stunde, und werde dann auf dem Rückweg mit dem Bus fahren, was ich jetzt schon kacke finde, weil der Bus fährt nur jede halbe Stunde hier in die Richtung und ich erwische immer den Zeitpunkt an der Bushaltestelle, wo er gerade weg ist. Ja, ich bin eventuell nicht ganz normal, dass ich mich jetzt extra auf den Weg mache, weil ich könnte auch morgen, da habe ich früher Feierabend, morgen nach der Arbeit hinfahren. Könnte ich ganz bequem hinfahren. Wäre trotzdem so um 16 Uhr spätestens zu Hause, würde noch einen Parkplatz kriegen und alles wäre fein. Aber ich habe mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass ich da heute Bock drauf habe, dass ich mich dafür jetzt auf den Weg mache. Und ja, von da würde ich sagen, gehen wir mal los.
sind wieder zu Hause. Wer hat Lust auf einen kleinen Haul? Haul. Ich habe tatsächlich innerhalb von 45 Minuten alles erledigt. Ich meine, ich wollte mir eh nicht so viel Zeit lassen, aber dass ich jetzt so schnell war, hat mich doch ein bisschen selbst überrascht. Ich habe 4 Bücher gekauft, einen Haufen DM-Kram und wobei auch nicht alles. Ich hatte irgendwie nicht mehr so groß Lust, dann was zu suchen, weil irgendwie war es da voll. Und da liefen so ganz viele kleine Kinder rum und die haben irgendwie sämtliche Gänge blockiert. Und deswegen hatte ich dann keinen Bock mehr, manche Sachen zu suchen und habe halt nur gekauft, was ich direkt gefunden habe. Und ich habe tatsächlich noch Klamotten geshoppt und habe mir 2 Oberteile mitgenommen. Also ja, ich würde es als einen sehr erfolgreichen Feierabend-Shopping-Trip bezeichnen. Bevor wir loslegen, hole ich mir jetzt aber Tee, weil es war draußen jetzt zum Abend hin doch recht kalt. Und ich bereue gerade, dass ich mein Auto nicht abgedeckt habe, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich da morgen früh wieder kratzen muss. Es war tatsächlich, obwohl es jetzt mittags warm war, heute Morgen so kühl, dass ich kratzen musste, was ein bisschen ungünstig war, weil ich eh schon spät dran war und noch tanken musste, weil ich dazu am Montag zu faul war. Aber gut, ich hole jetzt erstmal meinen Tee und dann zeige ich euch, was ich so geshoppt habe. Ich glaube, wir brauchen noch einen neuen Kamera-Akku. Toll, der Akku ist auch fast leer und ich weiß nicht, wo ich den anderen gelassen habe. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh mein Gott. Man glaubt es kaum, ich habe tatsächlich noch einen funktionierenden Akku gefunden. So, los geht's. Wir fangen mal von oben nach unten an. Ich war noch Klamotten shoppen. Habe ich das eben gesagt? Ich glaube schon. Ich brauche nämlich dringend so ein paar neue Sachen, so für diese Frühlingstemperaturen, die ja jetzt bald kommen. Weil die Sachen, die ich habe, sind entweder schon so ein bisschen abgetragen oder halt überhaupt nicht mehr mein Geschmack. Und ich habe die letzten Jahre nur angezogen, weil ich sie halt nicht aussortieren wollte, weil sie halt noch gut erhalten waren. Und so Sachen wie hier, wie hieß es, Vinted, was früher Kleiderkreisel waren, so ist mir echt einfach zu umständlich. Also habe ich die Sachen weitergetragen, in der Hoffnung, dass sie bald abgetragen sind, dass ich sie aussortieren kann. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich deswegen gestern tatsächlich auch schon so ein paar Sachen einfach mal fix bestellt. Und als ich dann eben unterwegs war, dachte ich, ach, da guckst du auch noch mal rein. Und habe mir zum einen diesen Lochmusterpulli mitgenommen. Also der ist halt wirklich so mit Löchern. Also innen drin nicht viel Stoff oder so. Der ist halt doch recht luftig schon. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Den habe ich tatsächlich auch anprobiert. Also der passt. Was ich nicht mehr anprobiert habe, weil ich das auf dem Weg zur Kasse erst entdeckt habe, ist dieser dunkle, sehr flauschige und dennoch dünne Pulli oder ja, Sweatshirt. Das muss ich jetzt nochmal fix anprobieren. Aber eigentlich glaube ich, also bezweifle ich nicht, dass der passt, weil ich eigentlich so ein gutes Auge dafür habe, sage ich mal, was meine Größe angeht. Boah, der ist echt weich. Weich, aber dünn. Das ist schon eine coole Mischung irgendwie. Ich bräuchte dafür noch irgendwie eine Kette oder so. Der war halt im Sale und da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen eben. Doch, I like. Schlicht, aber fein. Das war meine Trinkflasche. Passt. Aber bräuchte ich halt noch so eine Kette, ne? Aber ich habe eben geguckt und habe da keine passende gefunden. Die hat noch nicht so viel Auswahl. Und von daher, Spiegel sagt auch, ist okay. Oh, ich stehe drauf, ganz ehrlich. Da wäre die Frage, was ich morgen anziehe, auch direkt geklärt. Ich stehe nämlich momentan einfach voll oft vom Kleiderschrank und weiß nicht, was ich anziehen soll, weil sich auch irgendwie mein Geschmack einfach so ein bisschen verändert hat und nicht mehr alles dazu passt. Und dementsprechend ziehe ich irgendwie immer die gleichen paar Sachen an. Und wenn die in der Wäsche sind, alle zusammen, ist es immer ein bisschen doof. So, Frisur erfolgreich zerstört. Machen wir weiter. Achso ja, ein paar Söckchen gab es auch noch, weil ich dringend mal neue brauche. Und im Übrigen immer noch meine Weihnachtssocken in der Sockenschublade habe. Die habe ich noch nicht ausgeräumt, weil ich noch so ein Dings da kaufen muss. Es ist so ein Wäscheteil, damit ich die ordentlich wegräumen möchte. Ich hatte früher so alles Mögliche in irgendwelchen Kartons und habe jetzt angefangen, das alles auszutauschen. Also im Keller, so meine ganze Deko ist jetzt in stabilen Plastikkisten, die man gut stapeln kann und nach kommen diese Kartons weg. Jedes Mal, wenn ich für eine Jahreszeit jetzt die Deko wegräume, bestelle ich mir diese Kisten und räume das gleich ordentlich weg. Und ich habe halt auch angefangen, diese Klamotten, die ich nicht in meinem Kleiderschrank habe, weil sie nur für Weihnachten, Winter zum Beispiel sind, in solche Dinger zu tun. Aber mir fehlt da noch eins, ich brauche da noch eins von. Deswegen habe ich meine Weihnachtssocken immer in der Sockenschublade. Dann habe ich bei DM für Emma ihre Lieblingsleckerlis mitgenommen. Sie liebt die einfach total. Und deswegen mit ihren 18 Jahren achte ich dann auch nicht mehr so darauf, ob das jetzt so mega gesund ist, weil ich mir so denke, okay, in dem Alter soll sie fressen, was sie glücklich macht. Puh, okay, die Geschirrspültabs sind jetzt nicht so spannend. Dann habe ich bei DM mitgenommen
was zu snacken für die Arbeit. Ich war sehr begeistert von Peanut Pretzel. Schreibt man das nicht Pretzel mit B? Oder ist das Absicht? I don't know. Aber wollte ich unbedingt probieren, weil die Kombi einfach genial klingt. Und Erdbeervanille. Ich brauche immer so Riegel und sowas für die Arbeit, für nebenbei, so die ich beim Autofahren essen kann. Und ich will nicht immer das gleiche essen. Und mir hängen die normalen Müsli-Riegel irgendwie langsam zum Hals raus. Deswegen musste ich mal was anderes mitnehmen. Dann für alle, die jetzt interessiert, was ich für Make-up trage. Ich meine, wir hatten auch schon meine Haarroutine, also was soll's. Brauchte ich unbedingt, ich glaube, ist das die richtige Farbe? Ich glaube, der ist doch eine Nummer zu dunkel. Das könnte aber auch täuschen. Den hier. Das ist der Concealer, den ich immer nehme. Der jetzt am Ende des Tages auch nicht mehr so seine Wirkung zeigt, aber mit dem bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Dann habe ich neuerdings für mich entdeckt, den Matte Primer von Manhattan. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Ne? Ich hatte den einen Tag mir das aus Jux einfach mal mitgenommen. Ich mache mir jetzt echt nicht viel ins Gesicht, wenn ich mich morgens fertig mache. Hab das aber so gesehen, dachte, boah, probierst du mal was Neues. Und meine Haut wirkt tatsächlich dadurch ebenmäßiger. Finde ich total cool. Und bin echt begeistert. Also deswegen habe ich mir den jetzt auch wieder gekauft. Und dann nutze ich zurzeit von Catrice voll gern diesen Lippenbalsam, wobei ich dazu sagen muss, dass es da echt Unterschiede gibt irgendwie, weil der grüne jetzt, den ich jetzt auch wieder gekauft habe, wo ist er? Da. Lippenbalsam. Der, finde ich, hilft echt so gegen trockene Lippen, aber ich habe den auch in Rot gekauft. Also der grüne ist mit Aloe Vera oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe den auch in Minze. In Rot gekauft, irgendwie mit Bärenduft, keine Ahnung. Und der, finde ich, trocknet die Lippen voll aus. Also ich finde das irgendwie ein Unterschied. Dann zum Testen, noch nie benutzt, habe ich mir ein Fixierspray gekauft von Essence. Weil, kann man ja mal testen. Ne? Sehe ich zurzeit irgendwie häufig und dachte, probieren wir mal aus. Und ich war am Überlegen, was macht mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, sich was Günstiges zu kaufen? Weil man es ja nur testen möchte. Aber das Günstige ist vielleicht nicht so gut und macht dann nicht, was es verspricht. Und dann ist man enttäuscht und kauft es nicht mehr. Oder macht es mehr Sinn, was Teures zu kaufen von einer teuren Marke, was dann vielleicht besser funktioniert. Aber dann hat man halt mehr Geld ausgegeben, falls man erkennt, dass man es nicht braucht oder nicht zufrieden ist oder so. Wisst ihr, was ich meine? War ich echt am Überlegen. Aber davon war nur noch eins da und ich dachte, okay, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, es wird viel gekauft, vielleicht ist das ganz gut. Und zu guter Letzt, weil ich gerade wieder so eine Eyeliner-Phase habe, habe ich mir noch so einen Eyeliner gekauft. Und zwar diesen hier. Vielleicht kann man es so besser lesen. Ist nämlich ganz lustig. Ich hatte früher mal so eine Phase, wo ich ganz gern Eyeliner genommen habe und dann ewig nicht oder nur zu besonderen Anlässen. Und ich habe tatsächlich seit Jahren den gleichen Eyeliner. Also nicht den gleichen von der gleichen Marke, sondern den gleichen Stift seit Jahren. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo er aufgebraucht ist. Aber er hat echt krass lang gehalten. Also ist er nicht ausgetrocknet oder so. Und ich glaube, das war noch nicht mal ein besonders teurer. Aber ich habe den locker 4-5 Jahre, keine Ahnung, weil ich den so selten benutzt habe. Und er hat echt bis jetzt gehalten. Bin sehr stolz drauf. Aber jetzt war es Zeit für einen neuen, weil ich das auch gerade wieder ganz gerne mache. Lohnt sich das auch? Und ja, deswegen habe ich den genommen. Das mal kurz dazu. Kommen wir zu dem, ach nee, Moment, Mascara. Und es ist so witzig, ich werde immer, also ungelogen, ganz oft auf meine Wimpern angesprochen. Was ich denn machen würde, dass sie so lang und dunkel aussehen. Also wirklich auch meine Zahnarzthelferin hat mich das eine Mal schon mitten in der Behandlung gefragt. Und tatsächlich auch meine Klientinnen, die deutlich älteren, fragen mich das manchmal noch, was ich denn mache, damit die so aussehen. Und ich bin immer so ein bisschen überfordert, weil das ist ein super günstige Mascara von Essence. Also der ist nicht teuer und gar nichts. Und ich muss dazu sagen, ich habe relativ lange Wimpern auch so. Die sind halt vorne so immer sehr hell. Und dementsprechend macht der Mascara schon einen Unterschied. Aber ich denke mal, die Länge meiner Wimpern spielt da auch mit rein. Aber trotzdem sage ich dann immer so, weil die wollen immer wissen, was ich benutze. Und ich sage immer, ja, so ein Billigmascara von Essence. Und das glauben die mir dann immer alle nicht, weil die denken, das kriegt man nur mit einem sauteuren Mascara hin. Keine Ahnung. Das nur kurz als Story dazu. Ist auch wirklich jetzt nicht erfunden oder so. Also ich bin manchmal echt so ein bisschen schon irritiert, wenn man mich drauf anspricht, weil ich mir so denke, Alter, ich habe da kein Geheimnis. Was soll ich euch sagen? Kommen wir zu den Büchern.
Ich hatte 4 Bücher im Kopf, die ich gerne kaufen wollte. Ursprünglich. Eins wusste ich ja, erscheint definitiv erst morgen. Das hatten sie leider heute auch noch nicht. Das lag noch nicht aus. Sehr schade, muss ich die Tage nochmal hin. Ein anderes habe ich tatsächlich vergessen. Also nicht im Laden vergessen, sondern ich habe wirklich vergessen, was ich kaufen wollte. Ich hatte ursprünglich 4 Bücher im Kopf. Als ich im Laden stand, hatte ich plötzlich nur noch 3 im Kopf. Und ich bin nicht drauf gekommen, was das 4. ist. Egal, weil ich habe trotzdem 4 gekauft. Eins, was geplant war, ist Thief's Gambit. Wer alles gewinnen will, muss alles riskieren. Von, ich versuche nicht diesen Namen auszusprechen, weil dabei kann ich nur verlieren. Und das Ganze hat sogar ein Farbschnitt. Wie sollte es anders sein? Man findet ja von den Neuerscheinungen echt nur noch Bücher mit Farbschnitt. Aber ja, das ist so eine Neuerscheinung, die ich einfach im Kopf hatte, die ich tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und erst auf meinen Wunschzettel gepackt habe. Wo ich aber sofort wusste, okay, das musst du sofort haben. Direkt nach, wie heißt das schon wieder, The Serpent and the Wings of Night, wusste ich, okay, das musst du auch definitiv haben. Und ja, deswegen durfte das auf jeden Fall gleich mit. Hier geht es um Rosalyn. Sie ist die Tochter einer legendären Diebesfamilie und sehr geschickt darin, die Regeln zu brechen, außer wenn es um die Regeln ihrer eigenen Familie geht. Doch gerade als ihren Ausstieg aus dem Familienbusiness plant, wird ihre Mutter plötzlich geschnappt. Und Rosalinds einzige Chance, ihre Mutter zu retten, ist die Einladung zum Thief's Gambit, einem Wettbewerb für Nachwuchsdiebe. Ich finde das so cool von der Idee her. Die sie eigentlich abgelehnt hatte. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält einen Wunsch, der sich durch Macht, Geld oder Einfluss erfüllen lässt. Ohne zu wissen, worauf sie sich einlässt, nimmt Ross die Einladung zum Thief's Gambit an. Ihre Gegner sind unberechenbar und der Wettkampf ist brandgefährlich, auch für ihr Herz. Ah! Ich finde, das klingt richtig cool. Ich liebe ja so Geschichten mit Wettbewerben sowieso. Aber ein Wettbewerb für Diebe ist auch irgendwie nochmal neu. Finde ich sehr cool, freue ich mich sehr drauf. Als zweites habe ich mir eine Fortsetzung gekauft, mit der ich dann eine Reihe gleich beende und auf die ich jetzt halt auch schon gewartet habe. Und zwar One of Six, Vertrauen. Ich hatte ja jetzt im Januar den ersten Band gelesen und dann gleich geguckt, wann Band 2 erscheint und mir gleich gemerkt, okay, wenn der erscheint, hole ich ihn sofort, damit ich die Reihe möglichst zeitnah dann halt fortsetzen und beenden kann, weil es sind nur 2 Bücher. Das war diese Geschichte um, wie hieß sie gleich, Luca, die ein Jobangebot bekommt und zwar als, ja nicht direkt Influencerin, aber schon für Social Media Marketing, irgendwie für so ein teures Skiresort und dann wird sie halt mit 5 anderen eingeladen dorthin, um praktisch an so einer letzten Bewerbungsrunde teilzunehmen, wo jeder von denen halt zeigen kann, was er kann. Und danach wird dann halt ausgewählt, doch während sie da sind, kommt dann Schneesturm, sie sind eingeschneit und da draußen scheint irgendwie jemand rumzulaufen, der ihnen Böses will. Band 1 fand ich ganz gut und dementsprechend bin ich jetzt auch einfach gespannt, was dahinter steckt, weil natürlich im ersten Band noch nicht aufgelöst wird. Wer denen da schaden will, obwohl da echt einiges Böses schon passiert, aber ich habe tatsächlich noch keinen Verdacht, muss ich sagen. Bin sehr gespannt. Das waren die 2 Bücher, die geplant waren. Das dritte hatte ich zwar auch im Kopf, war aber jetzt irgendwie nicht so mein primäres Ziel für heute, aber da ich ja eins vergessen hatte, dachte ich mir so, ach komm, nimmst du das jetzt einfach mit, vielleicht war es das und du hast das irgendwie anders im Kopf. Und zwar ist es der zweite Teil von Stealing Infinity von Sarah Sprinz mit Farbschnitt natürlich. Genau, Band 1 habe ich auch schon hier zwar noch nicht gelesen, aber ich habe ja von Sarah Sprinz schon was gelesen, kenne dementsprechend ihren Schreibstil, der mir gut gefällt und ich finde die Thematik genial mit der Serie, mit dem Schauspiel und so. Also von daher glaube ich schon, dass mir der erste Teil gefallen wird und dementsprechend darf Teil 2 auch schon hier einziehen. Ich hatte nämlich neulich einen Kommentar, dass es ja mutig wäre, Reihen komplett zu kaufen, wenn man noch nichts davon gelesen hat. Bezog sich, glaube ich, auf die Belder Academy, weil ich da den dritten Band jetzt neulich gekauft hatte, ohne die ersten beiden gelesen zu haben, wegen dem Farbschnitt. Ja, einerseits verstehe ich das, andererseits kenne ich meinen Geschmack mittlerweile einfach sehr gut. Ich meine, wenn ihr meine Lesemonate euch anguckt, werdet ihr auch merken, dass ich äußerst selten einen Flop dabei habe, was auch der Grund dafür ist, warum ich fast nichts aussortiere, weil Bücher, die mir gefallen haben, sortiere ich halt nicht aus. Und ich habe einfach schon so viel gelesen, dass ich abschätzen kann vom Klappentext her, was mir gefällt und dann begegnen mir viele Autoren oder Autorinnen ja auch mehrfach und dann kenne ich deren Stil und kann gucken, ob mir das stilisch gefällt und auch abschätzen, passt der Stil meiner Meinung nach zu der Geschichte. Also zum Beispiel Stella Tuck, weiß ich jetzt, kann ich eigentlich alles von kaufen, aber doch eher Fantasy als Romance, weil mir ihre Fantasy-Bücher einfach besser gefallen haben und weiß auch, dass sie Fantasy einfach kann,
wo ich beim ersten Mal nach dem Romans-Buch halt dachte so, wer weiß. Also, ne, das, mittlerweile kann ich das aber eigentlich relativ gut einschätzen. Deswegen habe ich auch einfach so wenig Flops. Und deswegen vertraue ich da einfach drauf und kaufe dann auch gerne mal eine ganze Reihe. Muss aber auch sagen, wenn das mal passiert, dass mir dann eine Reihe nicht gefällt, mein Gott, dann ist es so, dann wird sie aussortiert. Irgendwer freut sich dann darüber, wenn ich eine Trilogie verkaufe oder verschenke, von der ich bisher nur ein Buch gelesen habe und die anderen beiden sind unberührt. Ist ja auch nicht verkehrt und ich glaube, gerade bei so Ausgaben mit Farbschnitt wie jetzt Beldea Academy findet sich definitiv Blackwell Palace. Was rede ich denn? Weil ich das andere gerade als E-Book lese. Blackwell Palace, entschuldigt. Aber ja, gerade bei solchen Büchern, denke ich, findet man immer einen Abnehmer. Deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht so tragisch. Kommen wir zum letzten Buch. Das ist tatsächlich von einer Autorin, von der ich bisher noch nichts gelesen habe. Die ich aber schon so verfolge, sage ich mal, auf Instagram. Und wo ich auch öfter schon mal ein Buch in der Hand hatte. Ich versuche hier gerade den Sticker abzuknibbeln. Und das klang jetzt irgendwie... Oh, ich habe es versaut. Das klang jetzt irgendwie ganz gut, das Buch. So von denen, die ich bisher von ihr in der Hand hatte. Und deswegen habe ich das jetzt mitgenommen und natürlich, ich habe gar nicht geguckt, ob die, doch da ist sie, die Charakterkarte. Natürlich ist hier noch ein zweiter Sticker drauf, der auch noch ab muss. Kümmern wir uns gleich drum. Und zwar habe ich mir Lakestone Campus of Seattle mitgenommen, What We Fear von Alexandra Flint. Von der habe ich tatsächlich nur eine Kurzgeschichte gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar in diesem Christmassy, nee, wie heißt das denn, Christmas Moments? Keine Ahnung, vom Löwe Intens Verlag mit diesen 6 Kurzgeschichten. Da habe ich der Meinung von ihr auch eine bei. Und ja, das habe ich mir mitgenommen, weil das klang einfach ganz cool und da hatte ich Bock drauf. Hier geht es um Harlow. Es ist wieder mehr oder weniger College-Setting. Harlow hat sich, um ihrem Bruder eine OP zu bezahlen, in ein milliardenschweres Bankkonto gehackt und ja, ihr droht das Gefängnis. Doch dann kommt jemand von der renommiertesten Universität Seattles auf sie zu und bietet ihr einen Deal an. Wenn sie ein Stipendium annimmt und mit dem Hacken aufhört, sorgt er dafür, dass ihre Strafe milder ausfällt. Wobei ich mich jetzt halt schon frage, welches Interesse hat er daran? Bin gespannt. Und daraufhin geht sie halt an den Lakestone Campus, hält ihre Vergangenheit geheim und trifft auf Zack. Und Zack kann aufgrund eines Gendefekts nicht sprechen. Seine Blicke berühren sie jedoch tiefer als 1000 Worte. Aber er ist nicht der Einzige, der ihr immer näher kommt. Ihr ehemaliges Hackernetzwerk kontaktiert sie und gefährdet damit nicht nur ihr Stipendium. Ich glaube tatsächlich, der Romance-Bereich entwickelt sich gerade dahin, dass immer mehr so Romance-Bücher mit Thriller-Elementen kommen. Weil das ist jetzt nicht das erste Buch dieser Art, was mir begegnet. Ich finde es persönlich ganz cool, weil es einfach nochmal auf eine andere Art Spannung kreiert. Ich versuche immer noch den Sticker abzukriegen. Und ja, bin einfach mal gespannt, wie viel Raum das hier letztendlich einnimmt und wie das so aufgebaut ist. Ich glaube auch dieses kann nicht sprechen, aus welchen Gründen, oder spricht nicht, ist ein Thema, was momentan irgendwie beliebt ist. Es ist, glaube ich, schon das dritte Buch, was mir in dieser Art begegnet. Und ich glaube oder ich vermute, das hat mit dem Buch, ich glaube, es war Archer's Voice zu tun, weil das auf TikTok gerade so rumgeht. Oh, das heißt gerade, vermutlich schon länger, weil die Bücher ja jetzt nicht gerade erst geschrieben worden, aber das, ich glaube, das könnte damit zu tun haben, weil das ein TikTok-Hype ist. Aber ja, auf jeden Fall interessant und das waren sie. Ich räume jetzt alles weg und mache so 2, 3 Haushaltsdinge, mache mein Essen für morgen früh fertig und dann wird nur noch gelesen. Viertel nach 8, ich habe ein bisschen Haushaltskram gemacht, habe mir einen neuen Tee gemacht und jetzt wird gelesen. Ich habe A Song to Raise the Storm angefangen, vorgestern glaube ich, nachdem ich As Good As Dead beendet hatte. Und bin jetzt auf Seite 145 und muss sagen, bisher gefällt es mir wahnsinnig gut. Ich bin gespannt, das Ganze spielt ja in einem kleinen Dorf. In einer Gaststätte hauptsächlich bisher. Und ich bin gespannt, also ob sich die Umgebung, das Setting praktisch noch erweitert, weil ich es schon spannend finde, dass es bisher auf so engem Raum spielt. Mal gucken, ich habe ja noch einiges vor mir. Auf jeden Fall geht es hier um Sinta, die halb Mensch, halb magisches Wesen ist im Prinzip. Und es gibt irgendwie ein Friedensabkommen, das halt besagt, so die Städte, die Straßen und so gehören den Menschen und die Wälder gehören halt den magischen Wesen.
Und sie muss halt aufgrund ihrer Herkunft, weil sie halt so ein Halbblut ist, aufpassen bei den Menschen, dass sie sich nicht verrät. Und dann muss sie in einem Schneesturm aber in einem Gasthof Schutz suchen. Und in dem Dorf, wo dieses Gasthaus ist, wurde gerade jemand ermordet. Und ja, spezieller macht die ganze Situation. Und sie sitzt da dann halt fest. Und dann tauchen die Wakar auf, auch magische Wesen, die aber auf keinen Fall halt wissen dürfen, wer sie ist. Und ja, das ist so ungefähr das, was in der Beschreibung steht. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf Seite 147. Ich finde es bisher sehr gut geschrieben. Ich finde es wirklich unterhaltsam. Ich finde es facettenreich und auch so von der ganzen Atmosphäre irgendwie so sehr. Ich weiß nicht, ich kann mich da sehr gut reinfühlen in dieses Gasthaus und so mit den unterschiedlichen Charakteren, die dann so auftauchen. Es gab einen Twist bisher, den ich tatsächlich nicht habe kommen sehen. Und ja, ist bisher ganz spannend. Ich freue mich, da jetzt weiterzulesen. Ich bin gespannt, wie weit ich heute komme. Aktuell bin ich ja auch so, dass ich eigentlich im Prinzip fast nur ein Buch immer lese und nicht so viel parallel. Außer, dass ich jetzt halt City of Bones angefangen habe, noch parallel. Seit Monatsanfang ja eigentlich schon. Aber da das ein Reread ist, finde ich das jetzt nicht so tragisch. Und ja. Schauen wir mal, wie weit ich heute noch komme. Ferris kommt übermorgen zum Videos drehen. Wäre halt gut, wenn ich es bis dahin beendet hätte, weil ich das dann in dem Leserückblick noch komplett mit aufnehmen kann und euch meine abschließende Meinung sagen kann. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch so 2 Stunden, bevor ich dann so langsam ins Bett muss, weil morgen der Frühdienst wartet. Und ich denke mal, so 100 Seiten könnten drin sein. Wir werden sehen. Setz dich einfach raus. Du brauchst dich noch nicht bereit machen. Ich rechne jetzt erst aus, wie viele Seiten ich lesen muss. Mach das. Aber du kannst gern quatschen, weil es läuft. Und das schneide ich mit in den Vlog. Das ist super. Was soll ich denn reden? Keine Ahnung. Hallo, es ist Freitag. Ferris ist da. Wir drehen jetzt Videos. Wir haben endlich Wochenende. Na, ich nicht. Ich habe aber Montag und Dienstag dann frei. Ich habe endlich Wochenende. Angeber. Aber meistens, wenn nicht irgendein Scheiß in der Rufbereitschaft passiert, ist Arbeiten am Wochenende voll entspannt. Und dafür habe ich dann Montag und Dienstag frei, wenn die anderen sich die stressigen Tage antun müssen. Achso. 353. Tiska und ich haben übrigens am Geheimprojekt wieder weitergearbeitet. Psst, das ist doch das Geheimprojekt. Ja, und das ist. Ja, wir müssen da aber mal ein bisschen Tempo reinbringen, glaube ich. Wir lassen das zu sehr schleifen, dieses Geheimprojekt. Ist BDSM nicht so eine Sexpraktik? Ja. Ist das jetzt ein Spoiler oder finde ich das einfach nur verstörend? Dass das hinten in der Triggerwarnung steht. Ich bin Worum geht's in dem Buch? Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin gespannt. Das steigert meine Neugier. Guck dir mal die Triggerwarnung an. Ich such die ja gerade. Die ist ganz hinten vor der Danksagung, ist die, glaube ich. Das ist ein Glossar, das muss ich merken. Ferris, wenn du unser Buchclub-Buch liest, es hat ein Glossar. Ich sag dir das jetzt extra, weil ich es gerade gesehen habe. Okay, also 3229. Das kann ich auch im Kopf, das sind knapp 100 Seiten pro Tag. 104, ach, das sollte ich. Das dachte ich letztes Mal aber auch, dass ich das schaffen sollte. 104 ist schon, das ist schon viel. Das ist ungefähr eine Stunde und mindestens anderthalb Stunden. Ja, lesen wenn man dann mal wirklich konzentriert liest, ne? Gesichtsausdrücke aber auch in den Videos, ne? Wenn ich dann zufällig gerade Pause drücke und schneiden, und ich so. Ja. Hallo zusammen und herzlich.